Ja, hallo liebe Leute, weitere Folge Fishing Planet, heute am Nehelen River, den Monsterfisch fangen. Und zwar ist das der Eldagar. Nehmen wir an die Mission. Und ja, das Ganze dann. Ja, vorweg muss man Maifische fangen. Das macht man hier an diesem Spot. Entweder in die Richtung, so auf 22, 23 Meter. Oder in die Gegenrichtung. Na, lässt man da treiben, die Pose bis 17. 16 Meter spätestens rausholen, neu auswerfen. Ja, sorry für die Qualität des Videos diesmal. Da hat irgendwas nicht richtig hingehauen mit dem Aufnahmeprogramm. Ja, und den Eldagar, den fangen wir an dem anderen Spot mit der Ausrüstung. Das ist die Ausrüstung für die Maifische. Dann zeige ich euch gleich noch die Ausrüstung für den Monsterfisch, den Eldagar. Ist das an dem Spot? Natürlich mit der anderen Route. Und der falsche Köder immer noch drauf. Da muss natürlich jetzt der Schädelköder drauf. Obwohl, ja, ist da drauf. Also war die falsche Route. Alles klar. Jetzt ist die richtige Route. Mit dem richtigen Köder und die richtige Tiefe. Das Ganze natürlich dann bei Nacht. Ab 21 Uhr kann man loslegen. Und dann, wenn es bis 23 Uhr nicht geklappt hat, kann man vorspulen auf 2 Uhr. Da in dem Bereich 2 bis 5 Uhr. Aber jetzt gehen wir erstmal auf 21 Uhr und schauen mal, ob wir den Eldagar fangen. Ja, ich habe natürlich wieder die starke Ausrüstung, damit ich ihn schnell rausziehen kann. Da langt allerdings auch die Brutos völlig aus. Ja, mit 15, 15,5 und 16 Kilo die drei Brutos Matchrouten, eine von denen würde völlig ausreichen. Und natürlich den Schädelköder. Ja, und dann hinter das Krautfeld, links dahinter. So, 20 bis 25 Meter. Und dann warten wir mal, ob er beißt oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass er schnell beißt. Aber wird schon klappen. Taskleiste hat sich schon wieder reingeschmuggelt. Ist auch nervig.
Windows-Bug. Seit irgendein Update ist das so, dass bei jedem Spiel im Vollbild nach einer Zeit da unten sich die Taskleiste meldet. Der dünne helle Strich mit dem ein etwas kräftiger weiß gefärbten Stück. Das ist das aktive Spiel auf der Taskleiste. So, da holen wir gleich nochmal wieder rein, glaube ich, weil der treibt zu weit raus. Der ist ja schon nicht mehr dahinter. Ah, da zoppelt aber nochmal was. Will was beißen. Gucken, vielleicht ist das ja noch das Monster. Obwohl da draußen habe ich bis jetzt nur normale gefangen. Ja, ist auch ein normaler, gewöhnlicher Knochenhecht. Werfen wir nochmal ein bisschen dahinter, nochmal ein Stück weiter links, dass er nicht so schnell raustreibt. 23 Meter. Oh, und gleich das Bing. Geben wir ein bisschen Schnur. Ja, das sieht gut aus. Komm, schnapp ihn dir. Beiß zu und zieh ab. Nee, doch, jetzt hat er. Jetzt hat er verloren. Und das, so wie es aussieht, ist er das. Der Eldergar. 17, 18 Kilo wird er haben. Jo, 17 Kilo. Jo, schönes Tier. Machen wir natürlich auch gleich nochmal ein Bild. Wie immer, als Thumbnail fürs Video. Aber packen wir diesmal mal nach oben. Ein bisschen weiter. Nach rechts noch, genau, ein bisschen tiefer, so, so passt das. Gucken, ob ich noch einen Tick dichter ranzoomen kann. Aber wie es aussieht, geht es nicht dichter, ne, geht nur weiter weg, dichter geht es nicht. Gut, ist schon das Dichteste. Jo, dann machen wir mal ein Bild. Das Thumbnail. Und dann nochmal das für Steam. Nehmen den Fisch an. Gucken, was wir dafür bekommen. 600 XP, 1765 Cash. So, ist das schon mal ganz nice. Aber gut, mehr XP wird es natürlich für die Fotos, wenn man die benutzt, statt die starke Route, die ich da genommen habe. Aber da gibt es ja auch nochmal 1970 XP für die Mission und 2350 Cash und 2 Baitcoins und die Trophäe. Jo, alles klar, dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Falcon Lake, jo, die Outlaw, Rainbow, Regenbogenforelle, Rainbow Outlaw heißt das Monster. Vorher muss man natürlich drei Bachforellen fangen. Zwei habe ich schon. Brauche ich nur noch die dritte fangen, um dann den Köder zu bekommen. Für das Monster. Jo, dann sehen wir uns beim nächsten Monster. Ich habe beinahe gesagt.